Kollege? Guten Abend. Wie sieht's aus? Ja, Anwohner haben uns vor 20 Minuten angerufen, dass sie Schreie hier im Park gehört haben. Das Opfer ist 25 bis 30 Jahre alt, weiblich. Der Täter hat ihr Säure ins Gesicht geschüttet und ist dann geflohen. Säure? Ja, da du weder genaues Alter noch Personalien hast, gehe ich davon aus, sie hatte keine Papiere dabei und ist wahrscheinlich auch nicht ansprechbar, oder? Richtig, ja. Raubüberfall? Mit Säure? Hey, wer hat denn Säure dabei? Macht doch niemand. Niemand kippt einem Säure ins Gesicht, um Portemonnaie zu klauen. Da steckt sicherlich was Persönliches dahinter. Ruf die Spurensicherung. Mhm. Achso, Kollegen, greift ihr noch ein paar andere Jungs und dann sucht ihr mal die Gegend ab. Vielleicht findet ihr irgendwelche Zeugen, ja? Jawohl. Entschuldigung. Guten Abend. Können Sie mir ein bisschen was Näheres sagen? Ja, Verätzung hat sie erlitten. Sind zwar tief, aber Gott sei Dank nicht sehr großflächig. Ist sie vernehmungsfähig? Nein, wir fahren sie jetzt erstmal ins St. Elisabeth Krankenhaus und dann morgen können Sie mit ihr sprechen. Ja, eine Frage habe ich aber noch. Ja? Können Sie mir sagen, um was für eine Säure es sich gehandelt hat? Nein, tut mir leid. Da rufen wir am besten in der toxikologischen Abteilung im Krankenhaus an. Ja, wie lange kann das dauern? Eine Woche, tut mir leid. Sie wissen ja, wie das ist. Ja, ich weiß, wie es ist, aber ich weiß auch, wie es sein sollte. Klar. Trotzdem, danke. Gern geschehen. Ja. Doc, ich bin's. Du, ich habe einen kleinen Anschlag auf dich vor. Kannst du morgen früh um 9 im St. Elisabeth-Hospital sein? Ja, wir haben eine junge Frau, die hat Säure ins Gesicht bekommen und wir müssen unbedingt wissen, was für ein Zeug das war. Nein, die Untersuchung im Krankenhaus dauert eine Woche, so lange können wir nicht warten. Sauber. Ich gebe eine aus die Tage, ja? Bis morgen früh um 9. Ciao. Guten Tag, Frau Behrens. Wir sind von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Naseband, das ist mein Kollege, der Krass. Ich setze mich mal hier. Frau Behrens, können Sie uns erzählen, was passiert ist? Keine Ahnung. Ich war auf dem Nachhauseweg und dann habe ich Schritte hinter mir gehört. Als ich mich umgedreht habe, hat mein Gesicht entsetzlich wehgetan. Konnten Sie vielleicht jemanden erkennen? Nein. Es ging alles viel zu schnell. Sie sagten, Sie waren auf dem Nachhauseweg. Wo kamen Sie denn her? Ich war bei einer Freundin. Und wie heißt diese Freundin? Tatjana Peters. Warum? Naja, wir müssen uns natürlich mit ihr in Verbindung setzen. Haben Sie auch ihre Telefonnummer? Nein. Das können Sie sich sparen. Wieso? Ich arbeite als Tänzerin im Sultan. Ich hatte eine Table Dance Bar. Und von dort aus bin ich nach Hause gelaufen. Und ich denke jetzt mal, dass Ihr Mann davon nichts weiß und Sie wollen auch nicht, dass er es erfährt. Wir haben vor einem Jahr gebaut und hat Roman seinen Job verloren. Wir hatten Schulden. Wir wussten einfach nicht mehr weiter. Und dann dachte ich. Weiß jemand, dass Sie hier sind? Ja, er wartet draußen. Aber ich habe den Schwestern gesagt, sie sollen nicht reinholen. Ich will nicht, dass er mich so sieht. Frau Behrens, das ist alles nur Ihre Entscheidung. Uns interessiert in erster Linie, wer Ihnen das angetan hat. Wie spät war es denn, als Sie die Bar verlassen? Kurz nach 10, glaube ich. Waren Sie allein? Nein, meine Kollegin Tatjana hat mich ein Stück mit begleitet. Ist Ihnen da vielleicht etwas aufgefallen? Ich meine, hat Sie vielleicht jemand verfolgt? Nein. Ist niemand aufgefallen. Oh, Entschuldigung, störe ich? Du störst doch nie, Nicole. Ich bin hier wegen den Hautproben. Du lässt der Doktor hier alles machen. Nee, der hat unten am Empfang einen alten Studienkollegen getroffen oder sowas. Und da dachte ich mir, naja, komme ich doch gleich mal zu euch hoch. Mhm. Gut, ja, dann lassen wir euch mal alleine. Hm? Ach so, Frau Behrens,
Das ist jetzt nicht unbedingt mein Spezialgebiet, aber wenn Sie möchten, rede ich mal mit Ihrem Mann. Das werden Sie tun? Klar. Danke. Ihrer Frau geht es den Umständen entsprechend gut. Sie ist nicht lebensgefährlich verletzt, aber da gibt es eine Sache, die sie auf dem Herzen hat und sie hat mich gebeten, mit Ihnen darüber zu sprechen. Okay. Ihre Frau hat mir erzählt, dass Sie beide Schulden haben. Und sie hat eine Möglichkeit gefunden, Geld zu verdienen. Das hat sie für Sie beide gemacht. Also, sie tanzt in einem Table-Dance-Laden. Oh. Und das ist alles? Leider nicht, da gibt es noch etwas. Ich weiß jetzt nicht, wie ich Ihnen das beibringen soll. Deswegen sage ich es einfach gerade raus. Der Täter hat Ihrer Frau Säure ins Gesicht geschüttet. Was? Säure? Wie schlimm ist das? Naja, so objektiv gesehen nicht so sehr schlimm. Aber, naja, Ihre Frau hat Angst vor Ihrer Reaktion. Ich muss sie sehen. Ja, kein Problem. Schwester, Entschuldigung, können Sie den Herrn bitte zu seiner Frau bringen? Dankeschön. Was ist denn, wenn er von der ganzen Sache Wind bekommen hat? Und wollte sie beenden? Deswegen schüttet man der eigenen Frau doch keine Säure ins Gesicht. Hey, weißt du, wie eifersüchtige Männer ticken? Er bekommt mit, dass seine Frau halbnackt vor irgendwelchen, ja, schmierigen Typen tanzt und zack, die Säure ins Gesicht. Die tanzt nie wieder. Nicole, was ist los? Nichts, nichts. Der Ehemann von Meyer Behrens kam gerade ins Zimmer und sie haben sich angeschaut, sind sich in die Arme gefallen und ich... Kacke, so ein Happy End ist einfach nichts für mich. Mann, bin ich gut, ey. Trotzdem überprüfe ich sein. Ja, hast du schon gefrühstückt? Nee. Du musst das auch nicht mehr überprüfen. Komm, wir gehen Kaffee trinken. Ha? Nicht weinen. Ja, spinn ich. Die Säure hat ziemlich tiefe Wunden hinterlassen. Es wird Narben geben. Aber nichts, was ein guter Schönheitschirurg nicht wieder hinbekommt. Na, zum Glück. Was sagt das über einen Täter aus, der Säure verwendet? Auf jeden Fall, dass er ganz schön bescheuert ist. Aber die Kernfrage ist, hat er sich das Opfer gezielt oder ja zufällig ausgesucht? Wenn es ein Zufallsopfer ist, dann... Was denn? Ja, dann sehen wir ganz schön alt aus. Warum das? Normalerweise gibt es bei solchen Taten zwischen Tätern und Opfern immer eine Vorbeziehung. Das heißt, man weiß, wo man ansetzen kann. Wenn das aber nicht so ist, dann hat man keinerlei Ansatzpunkte. Und das heißt, der Täter wird weitermachen, bis wir ihn irgendwann mehr oder weniger zufällig erwischen. Und das heißt wiederum, es gibt weitere Opfer. Aber gut, lass uns doch von irgendwas Angenehmerem reden. Wie gefällt es dir denn hier in der Stadt? Gut. Ja? Also, glaube ich zumindest. Mhm. Also ehrlich gesagt, ich habe noch nicht so viel gesehen und ich kenne auch niemanden. Aber an den Abenden, an denen ich mal vor 21 Uhr zu Hause bin, bin ich ganz froh, wenn ich auf der Couch liegen kann. Was bist du denn für eine Oma? Hey! Also wenn ich lange arbeiten muss, dann entspanne ich mich am besten, wenn ich ein Bier trinken gehe oder sowas. Kannst du gerne mal mitkommen? Hm, mach ich. Gerne. Wie soll denn das kriegen? Schon Almosen oder was? Kannst du behalten, wenn du mir erzählst, worüber du nachdenkst. Ach so. Ja, ich hab nur nachgedacht, was ich Mike zum Geburtstag schenken soll. Ach komm, hör auf, Michael. Dein Sohn hat erst in 3 Monaten Geburtstag. Also. Also was? Hast du an Nicole gedacht? Ne? Komm, was läuft da zwischen euch? Ja, nichts. Sicher? Ja, ganz sicher. Wie kommst du denn überhaupt darauf? Michael, ich kenne dich mittlerweile besser als du dich selbst. Ja, also komm, erzähl schon. Hm? Tatjana Peters ist da, die Kollegin des Opfers. Ah ja. Hier. Ja, das ist meins. Guten Tag, Frau Peters, bitte. Hallo. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Frau Peters, Sie haben gestern zusammen mit Maya Behrens das Lokal verlassen, richtig? Ja, das stimmt. Ist Ihnen da vielleicht was aufgefallen? Jemand, der Sie beobachtet oder verfolgt hat? Nein. Nein, bemerkt habe ich nichts. Wäre ich halt noch ein kleines Stück mit Maya weitergegangen. Damit rechnet ja keiner. Man sieht da mal keine Vorwürfe. Aber können Sie uns vielleicht sagen, ob Maya in der letzten Zeit mit jemandem Ärger hatte? Naja, gestern Abend hatte sie noch ziemlich Stress mit Rolf. Rolf Davids, unserem Boss. Und warum hatten die beiden Stress? Keine Ahnung, aber Maya war ziemlich wütend. Wollte schon fast kündigen. Oh, dann fragen wir diesen Rolf Davids doch einfach mal. Oh Gott, sagen Sie dem ja nicht, dass ich bei Ihnen gewesen bin.